Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem Money Talk Spezial. Denn ihr wisst ja, hier bei mir auf dem Kanal, da geht es nicht nur darum, wie man Geld anlegt, sondern ich will euch natürlich auch immer wieder ganz tolle Gäste mitbringen, die euch erklären können, wie man erstmal richtig Geld macht. Und heute habe ich jemanden, der ist wirklich die Nummer eins in Deutschland, ich würde sagen im gesamten, ja, auf der ganzen Welt, würde ich fast sagen. Also wir werden es gleich mal erfragen, wo er überall aktiv ist. Aktuell ist er nämlich in Amerika und ich freue mich sehr, dass er zugeschaltet ist. Und ich will euch ganz kurz etwas zeigen. Also jemand, der sich wirklich mit Vertrieb auskennt, der sich wirklich mit Business auskennt. Es geht heute nämlich um ein Buch, ja. Das Buch habe ich auch vor mir liegen. Aber als ich das bekam, bekam ich dieses dazu. Das ist eine Flasche Gin. Und dieses dazu, zu dem Paket mit dem Buch, ja. Das ist doch mal Vertriebsprofitum, ja? Da macht jemand also extra noch einen Gin für mich, damit ich in sein Buch reingucke. So, und jetzt will ich euch auch zeigen, die meisten kennen ihn nämlich. Martin Limbeck ist heute bei mir und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, dabei zu sein. Ich würde gerne mit dir anstoßen. Das ist selbstgemachter Gin, oder? Ja, das ist mein eigener Gin, Proud, Strong and Noble. Den haben wir 2020 auf den Markt gebracht, waren ganz stolz. Im ersten Jahr haben wir schon 3000 Flaschen verkauft und ja, ist, wie der Name schon sagt, eine Schnapsidee gewesen, aber läuft ganz gut. Ich bin ganz happy damit. Wenn du natürlich so eine Marke machen willst, wenn du so Vorbilder hast wie The Rock Johnson mit seinem Tequila Tanamara, dann brauchst du halt 400 Millionen Menschen, die dir auf Instagram und Facebook folgen. Das haben wir noch nicht. Der macht einmal einen schönen Post, denke ich dann immer, und dann macht die Kasse so klick, 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 weil alle seinen Gin bestellen. Ja, war ein Spaß, kommt gut an, schmeckt gut und gerade die Damen, die ihn auch gerne mal pur probieren, habe ich auch gelernt, wenn ich angefangen habe, Gin zu machen, du trinkst ihn erstmal pur, das Tonic pur, um dann die Geschmacksrichtung festzustellen, weil der Tonic einen großen Einfluss auf den Gin hat, sagen die meisten Damen auch, weil er 44% hat, wow, der riecht nicht nach Sprit, der ist sehr mild und das war die Idee, dass er eben gut schmeckt. Also ich finde, du kannst da auch Konkurrenz machen, The Rock. Also ich habe ja auch einige weibliche Zuschauer hier auf meinem Kanal. Es sind im Moment noch mehr Männer, aber ich hoffe ja immer, dass auch viele Damen dazukommen. Und du wirst dazu jetzt beitragen. Also hier The Rock Limbeck bei mir im Gespräch mit seinem Gin. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß ehrlich nicht, ob du mir den Gin geschickt hast und das süße Vögelchen, den Dodo, damit ich ein wenig entspannt bin. Denn wenn man dein Buch liest, meine Güte, du meckerst. Was hast du für eine schlechte Laune? Was ist los? Ich habe gar keine schlechte Laune, sondern ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger in dieser Szene unterwegs. Und du kennst ja auch Lothar Seiwert, ein ganz toller Freund und Wegbegleiter, der auch immer an mich geglaubt hat, der noch ein paar Tage älter ist als wir. Und der sagt immer, Mensch, Martin, du musst alle 2 Jahre ein Buch schreiben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, boah, das ist ganz schön anstrengend, alle 2 Jahre ein Buch zu schreiben. Ich habe 4 echte Bestseller ja schon geschrieben, mit nicht gekauft hat er schon, Limbeck Verkaufen, Limbeck Vertriebsführung und dem Buch, warum kann er, wie du es nach oben kommst, wie ich es trotzdem geschafft habe, also meine eigene Geschichte, wahrscheinlich zu früh aufgeschrieben, aber das Buch, wo ich am meisten emotionale Zuschriften bekomme. Und ich möchte immer dann was schreiben, wenn ich was habe mit Relevanz. Und ich glaube tatsächlich, deswegen ist dieses Buch Dodoland auch eine Zusammenfassung von frustrierten Erlebnissen mit sogenannten Dodos. Ich glaube ja nicht, dass du ein Dodo bist, sondern mir geht es darum, dass du ein Dodo-Verhalten hast. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich in die Welt tragen möchte, weil ich glaube, wir, und du bist ja hier die Frau, die sich mit Geld so auskennt wie keine zweite mit Anlagestrategien, wir leben heute in Deutschland von dem Wohlstand von gestern. Darauf beruht unser heutiger Wohlstand. Und wenn wir uns nicht wieder anstrengen, dann werden wir große Herausforderungen in Deutschland bekommen, weil eben nur 13 Millionen Menschen ja wirklich in Deutschland teilhaben durch die Steuereinnahmen und durch das, was sie tun, ja, dass es uns allen im Land gut geht. Wir sind nirgendwo mehr Nummer eins. Guck dir das mal an. Eine SAP nehme ich immer gerne als Beispiel. Die würde es heute nicht mehr geben. Nimm das Beispiel, ist gerade durch die Presse gegangen, Ankerkraut verkauft. Ja, so wo die vorher gesagt haben, auf Nachhaltigkeit, also wir schaffen keine Werte mehr, wir bauen keine Unternehmen mehr für die nächsten Jahrzehnte, sondern wir bauen, und das erlebe ich oft auch bei Start-up-Gründern und muss ja jeder wissen, wie er möchte, aber dadurch, dass so unfassbar viel Geld, das weißt du, ein Umlauf ist und keiner weiß, wohin mit dem Geld, weil es in Anführungsstrichen nirgendwo mehr was für das Geld gibt, Immobilien sind überteuert, ich habe Negativzinsen heute, wird halt viel investiert und ich habe mich mal mit solchen Investoren unterhalten, die sagen halt als Beispiel jetzt, ja, jedes Beispiel hinkt, aber ich habe halt hier 100 Millionen, ich gebe das in 80 Startups, davon weiß ich, dass irgendwie ja 75 wahrscheinlich nie was mir bringen, wenn 75 Millionen sind weg oder so, ja, aber die anderen, da ist vielleicht ein Unicorn oder zwei dabei, da mache ich dann wieder 300, 400 oder eine Milliarde mit, dass die meisten nur noch darüber denken, wie kann ich schnell skalieren, schnell Geld machen. Und ich bin jetzt im 30. Jahr selbstständig, ich habe 4 Companies mittlerweile, ich bin ja Unternehmer, sage ich immer, der zufällig
Sales, Trainings und heute Beratung gemacht. Unser Geschäft hat sich ja auch verändert und Vorträge. Ich habe in über 30 Ländern gesprochen in meinem Leben. Ja, viele meiner Bücher sind ins Ausland auch übersetzt worden. Und da habe ich halt viel Frust erlebt, dass es Dinge passieren, die wir uns nicht mehr, also die wir uns früher gar nicht getraut hätten. Auf die Idee, die wären wir gar nicht gekommen. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel, wirklich ein ganz einfaches Beispiel. Ich komme irgendwann in mein Büro, damals noch in Königstein im Taunus, und sehe, dass in der Kaffeeküche an der Mikrowelle eine Ecke rausgebrochenes Glas. Und ich weiß genau, wie es passiert ist. War damals ein bisschen ungeschickt eingebaut, die Geschirrspülmaschine unten. Es hat also einer beim Tassen hochtragen oder Gläser hochtragen in den Schrank, ist er da hängen geblieben. Passiert, also ist nichts Schlimmes. Passiert. Aber keiner sagt was. Das hätten wir früher nicht gemacht. Wir wären zu unserer Chefin, zu unserem Chef gegangen und gesagt, Chef, es tut mir wahnsinnig leid, oder Chefin, ja, nur mir ist ein Malheur passiert. Dann hättest du zwar ein bisschen, ist Überwindung, weil keiner gibt ja gerne zu, irgendwie Fehler zu machen, aber wir sind so erzogen worden, noch Danke, Bitte zu sagen. Und die heutige Generation, ich habe es gerade hier wieder, bin gerade in Amerika, auch hier haben wir es schon, also es ist nicht nur in Deutschland so, das ist eine Frage der Generation, sagt mir die Rose hier, das ist die Partnerin von meinem Freund und ja, ich sage immer, ich habe hier noch so einen zweiten Papa, Kenny Holmes, den ich auch dazu gebracht habe, ein Buch zu schreiben über Rassismus vor 2 Jahren. Und das war mein Lehrer in der Highschool, so lange haben wir schon eine Verbindung. Und der sagt auch, da kommen Leute, die haben unterschrieben den Arbeitsvertrag, die kommen gar nicht. Die sagen auch nicht, dass sie kommen. Oder gestern hatten wir eine schöne Situation, Muttertag, auch in Amerika. Ja, ein schönes Beispiel. Sagt, sie hat die erste Sick angerufen, eine 18-Jährige. Pass auf, die Geschichte ist cool, ne? Ja, sie kann nicht heute Abend bis 22:30 arbeiten, weil ihre Eltern ihr verboten haben, im Dunkeln nach Hause zu kommen, weil sie darf alleine kein Uber fahren. Naja, jetzt sage ich mal ganz offen gesprochen, Uber, die Leute sind registriert, du kannst die Route verfolgen. Fand ich schon herausfordernd, die Story. Aber jetzt kommt die zweite Story. Ja, dann sagte die Rose zu ihr als Chefin, naja, dann kannst du ja zumindest so lange bleiben oder wie ist denn deine Route, dann nehme ich dich vielleicht mit oder bis es noch hell ist, also, ne? Also 2 Stunden eher nach Hause gehen, statt den ganzen Tag nicht zu kommen. Und dann sagt sie, ja, sie müssen noch mal kurz mit ihren Eltern reden. Und dann hat sie abgesagt, nee, sie möchte dann doch lieber heute den Tag krank machen, sozusagen. Und da weißt du jeder, dass die Story irgendwie hinkt, verstehst du? Wenn ich arbeiten will, dann komme ich. Und dann, wenn ich tatsächlich nicht abends fahren darf mit 18 im Uber, dann komme ich wenigstens bis um 8, wo es hell ist, weißt du? Und das sind so Sachen, die hätten wir uns nicht getraut. Das hätten wir aber nicht Martin, das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn du jetzt so auf den jungen Leuten rumhackst. Ja, ich erlebe hier in Berlin gerade, wir haben ja hier so tolle Start-up-Szene, hier ist eigentlich relativ viel Energie. Hast schon recht, dass alle natürlich auch auf einen schnellen Reichtum aus sind. Aber ich habe dein Buch hier, ja, Dodo Land, uns geht's zu gut. Ja, und jetzt musst du uns mal erzählen, wer denn jetzt die Dodos sind. Ja, und warum, was hat's denn mit den Dodos eigentlich auf sich? Ich weiß, du schreibst ja drüber. Also, kein Thema, aber da möchte ich doch den süß. Deine Vorlage, bevor ich das beantworte, natürlich gerne, mir geht es nicht nur um die Jungen, ne, sondern mir geht es auch deshalb um die Jungen in die Welt gesetzt haben, weil wenn ich mir die Generation Silberrücken anschaue, so nenne ich alle liebevoll ab 50, da gehöre ich ja auch schon dazu, ja, da habe ich so viele Menschen, Corona ist für mich unfassbar, die mir sagen, ja, wissen Sie, die letzten Jahre schaffe ich auch noch. Und dann denke ich immer, was denn? Ihr bist zur Rente. Und dann denke ich, was ist denn Rente für ein Zustand? Ich finde das Wort schon ganz schlimm, ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Der Mann, wo ich hier bin, der ist 78 Jahre alt, der ist seit 20 Jahren in Rente, ne? Der baut jetzt sein 5. Haus doch mal um. Ja, der muss jeden Tag was tun, der muss wuseln. Der war Schuldirektor zum Schluss und hat noch eine Construction-Firma, weil die Amerikaner ja meistens 2 Jobs haben. So, aber deshalb frage ich, wer sind die Dodos? Weißt du, wer sind die Dodos, von denen du sprichst? Pass auf, Dodo, Mauritius. Ja, in Mauritius, da gab es die Dodos. Und die Dodos, die hatten keine natürlichen Feinde irgendwann mehr. Die haben vergorene Beeren den ganzen Tag gegessen, waren dann ganz blau sozusagen. Da kamen die Holländer und dann haben die Holländer irgendwann den Kopf abgemacht, die Dodos in den Topf. Die waren zwar sehr zäh, aber besser wie gar nichts. Und sind eben dadurch ausgestorben, weil sie faul geworden sind, weil sie behäbig geworden sind. Und das ist mein Buch, so eine kleine Streitschrift, ein Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft. Ich glaube auch, wir sind zu faul. Nimm mal das Beispiel. Wir haben jetzt wieder darüber diskutiert, ob wir einen Feiertag, weil er an einem Wochenende fällt, nachholen. Wir haben 30 Tage Urlaub. Wo gibt's denn das? Rose hat einen neuen Job hier angefangen, 14 Tage. Hat jetzt 2 Tage genommen dafür, dass ich da war. Also schau, also 2 Wochen. Ja, wir haben nicht mehr diese Leistungswille. Wir gehen keine Extrameilen mehr.
Aber das ist genau die Frage, die ich natürlich jetzt habe. Also ich meine, man schreibt ja sein Buch, weil man eine Idee hat und du als Unternehmer stellst das ja auch fest, dass wahrscheinlich Leute, die du einstellen möchtest, dann so mit dieser All-Inclusive-Mentalität kommen und sagen, wo ist die Tischtennisplatte, wo ist das der Obstkorb, wo kann ich mich hinlegen? Also all diese Themen, das ist ja in Ja. dieser New Work-Welt, ist das ja irgendwie drin. Wobei man sagen muss, das ist ja ein bisschen tricky, wenn du dir das hier so anguckst, denn dieses New Work bedeutet ja auch, es gibt zwar eine Tischtennisplatte und einen Fruchtkorb, aber es wird eigentlich von dir erwartet, dass du 24/7 auch erreichbar bist und dort am liebsten in dieses Büro gleich einziehst. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Meine Frage jetzt an dieser Stelle ist natürlich, meinst du nicht, dass Corona die letzten 2 Jahre für uns so ein Weckruf waren und jetzt natürlich auch nochmal die Kriegssituation in der Ukraine, dass die Leute so langsam gemerkt haben, um Himmels Willen, es bleibt nicht alles beim Alten? Ich glaube leider nein. Also ich gebe zwei Metaphern dazu. Erstens, das habe ich vor Corona auch schon gesagt, ich glaube oder in Corona gesagt, wer sich vorher, ich sage das mal so ein bisschen wie der Ruhrgebietsjunge im Schnabel gewachsen ist, wer sich vorher verpieselt hat im Unternehmen, also versteckt hat im Konzern, ja, der nicht arbeiten wollte, der hat sich auch zu Hause versteckt. Die, die auch Gas gegeben haben im Unternehmen, die haben auch zu Hause Gas gegeben. Wir haben auch gar keine Vorstellung, was New Work überhaupt ist, wenn ich das immer höre und New Work-Spezialisten. Ja, und ich bin da mal 4 Wochen mit meinem Laptop auf Bali. Das ist arbeitsrechtlich in Deutschland gar nicht möglich. Du musst dafür selbstständig sein, du hast vor kurzem gesprochen haben. Und zweitens, es haben auch viele in Corona sehr gelitten. Ich habe Menschen gehabt, die haben an Seminaren, Vorträgen teilgenommen, haben die Kamera ausgegeben. Ich habe gesagt, bitte Kamera anmachen, sagt die Dame, eine Dame hatte ich jetzt doch vor kurzem einen Vortrag von einem großen Konzern. Herr Limbeck, wir haben Corona. Zwei Kinder, wir haben eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ich sitze im Badezimmer und den Anblick möchte ich allen ersparen, um an ihrem Vortrag teilzunehmen. Also, wir haben ja auch gar nicht die Arbeitsbedingungen, wir haben nicht mehr über Arbeitsplatz-Bildschirmzeiten gesprochen, wir haben nicht mehr über Sitzpositionen gesprochen. Also, alles, was wir reguliert haben und überreguliert haben, ja, ist alles ausgetreten in Corona. Und meine Erfahrung ist die, nur mal als Beispiel, das kriege ich jetzt auch in vielen Unternehmen gerade, damit die wir begleiten. Wir machen heute auch viel Beratung, also unser Geschäft hat sich auch geändert. Wir sind ja auch sehr dynamisch vom reinen Trainingsanbieter, dann später Speaking. Buchautor hin heute zu einer Unternehmensberatung mit über 50 Leuten, ja, wo wir eben Sales Next Generation machen. Also wie muss ich aufstellen, um in Zukunft noch erfolgreich zu sein? Denn auch das hat sich ja verändert. Nimm mal diesen Shift, den Menschen jetzt mitmachen müssen. Und ich bin beide, da sind natürlich Ängste da. Aber die meisten wissen ja, sie fallen weich. Schau, wir haben gerade wieder was mit einem Marktführer zu tun. Da gibt es Menschen, die sind nicht entlassen worden. Da ist doch keiner entlassen worden. Da werden alle, wenn du keinen goldenen Löffel klaust, durchgezogen, da ist keine Leistungskontrolle da. Wenn du deine 100% irgendwie schaffst, dann schaffst du es. Und da ist so eine Arroganz teilweise auch da. Dann haben die eine Karre, das Häuschen ist vielleicht schon bezahlt. Da ist keine Anstrengung mehr da, da fehlen Ziele. Und Tony Robbins, den ich sehr schätze, den du ja auch kennst, der hat mal gesagt, Menschen sind tendenziell nicht zu faul, sondern sie haben keine Ziele, für die es sich lohnt, zu arbeiten. Und ich glaube, das auch der Thema ist, dass wir dieses Work-Life bei den zu stark gedroschen haben. Ja, und mich hat es schon immer gestört, weil wir haben Arbeit vom Leben getrennt. Guck mal, ich bin jetzt auch in den USA ein paar Tage erholt, bevor mein Buchlaunch ist. Das ist ja eine, die es eher auch bekommen hat als bevorzugte Person sozusagen als Journalistin. Und um mich da nochmal zu erholen, aber ich habe dann doch irgendwann wieder festgestellt, boah, jetzt habe ich hier noch einen Call, dann habe ich da noch einen Podcast gemacht, hier noch ein Interview gegeben. Stört mich das? Nein, ich habe trotzdem zwischendrin. Gestern waren wir in West Palm Beach, Boot fahren, essen an Muttertag. Weißt du, das ist für mich normal und ich mache das gerne und ich möchte gerne wieder den Menschen Spaß geben, weil ich erlebe selten, und das ist auch mein Weckruf in diesem Buch, Menschen, die gerne morgens aufstehen zur Arbeit gehen. Wir hören immer endlich Wochenende, aber nie sonntags, endlich Montag im Radio. Und das ist mein Punkt, dass Arbeit auch wieder Spaß machen darf. Aber das ist genau die nächste Frage, die sich da natürlich anschließt. Ich mache übrigens einen Link zum Buch jetzt vom Martin hier drunter und auch zu Martin direkt, wenn ihr ihn erreichen wollt. Also all das gibt es hier natürlich jetzt, das Buch Dodoland, uns geht es zu gut. Aber jetzt ist da natürlich die nächste Frage auch dran. Das ist ja schön. Aber ich habe auch Ja, den noch. weißt du was? Den hast du nicht. Jetzt. Mein Tipp unter Freunden mir, ganz ehrlich, das sagen ganz viele Autoren. Ich frage ganz oft Autoren, wann hast du dein Buch das letzte Mal gelesen? Sagen die alle, wenn ich es geschrieben habe. Und ich lese jetzt nochmal mein Buch, weil ich ja viele Interviews im Buch haben werde, ja, um auch wirklich im Thema zu sein. Denn ich habe es über ein Jahr lang geschrieben, ja, und deswegen habe ich auch ein Buch dabei und lese gerade selber nochmal mein eigenes Buch. Das meine ich. Und da kommt nämlich jetzt auch eine wichtige Frage dazu. Weißt du, wenn du dir nämlich jetzt überlegst, ja, du sagst, man muss wieder Spaß an der Arbeit haben und man muss wirklich morgens am Montag losgehen und sagen, es ist alles toll. Wir laufen ja jetzt in eine Form der Industrialisierung hinein. Das ist ja außer Frage. Die wird sich ja in den nächsten Jahrzehnten nochmal deutlich verändern. Wir merken ja nur im Moment den Anfang. Also vieles, was wir heute noch haben, vielleicht Steuerberater, Ärzte, sonst wie was,
sollen ja mal irgendwann in Zukunft durch Maschinen ersetzt werden. Das ist die Frage, ob wir das wollen, ob das alles so erstrebenswert ist. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass es weniger Arbeit gibt. So, und jetzt gibt es die Leute, die sich in deinem Dodoland schon ganz gemütlich eingerichtet haben in diesem Sozialstaat, und die anderen, die dann vielleicht in Zukunft sagen, Moment mal, ich wollte eigentlich Arzt werden, macht gar keinen Sinn mehr, da ist irgendein Computer, der das viel besser kann als ich. Also das heißt, wo gibt es denn diese erfüllende Arbeit dann noch? Es wollen ja auch nicht alle Leute Unternehmer werden, beziehungsweise es können nicht auch nicht alle Berater werden. Also es muss ja auch noch irgendwas anderes geben. Also wo kommt die Arbeit her, die den Leuten dann Spaß macht? Ich glaube, ganz offen gesprochen, ich bin total bei dir. Ich habe einen Satz geprägt oder ein paar Sätze ja schon im Markt geprägt. Ein Satz, den ich gerade neu präge, ist, wenn es Unternehmen vermeintlich und auch Menschen vermeintlich noch gut geht, tun sich mit Veränderung besonders schwer. Punkt eins. Das ist ja ganz normal. Also nehmen wir ein Beispiel. Du bist jetzt in meiner Branche als Beispiel Außendienstmitarbeiter. Du bist 25 Jahre in der Firma. Du hast dein Gebiet, du kennst deine Kunden. Du verdienst vielleicht sechsstellig mit Provision, weil du ein Guter bist. Du hast ein Auto. Und jetzt auf einmal kommt Corona, auf einmal stellen wir fest, wow, Außendienst, meine These ist, wir kommen maximal 2020, habe ich gesagt, zu 50% der weltweiten Reisetätigkeit im Business zurück. Heute sage ich maximal zu 20%. Kommt darauf an natürlich, was sich auf der Welt tut, China gerade noch zu und so weiter und so fort. Jetzt natürlich noch dieser hässliche Ukraine-Krieg von diesem Verbrecher aus Russland, den er angezettelt hat. Und das ist natürlich schon ein Thema, da bin ich total bei dir. Und jetzt tut es diesen Menschen, ich nenne das von Professor Martin Seligmann, der hat es ja mal so schön gemacht, ja, die antrainierte Hilflosigkeit. Der hat ja 25 Jahre das gemacht, 25 Jahre sich wohlgefühlt, sich Wohlstand angeschafft, sein Haus, seine Kinder haben studiert, whatever. Dem geht's gut, der hat seinen Sportverein. Und jetzt auf einmal kommt so ein einschneidendes Erlebnis, dass er vielleicht so nicht mehr gebraucht wird, dass er jetzt alles am Telefon machen kann, dass er jetzt remote verkaufen kann weltweit. Das ist eine ein Umtrainieren deines Verhaltens, ein Neulernen deines Verhaltens. Und da möchte ich Menschen auch durchs Buch wieder die Spannung geben. Das ist doch auch spannend, das kann doch schön sein. Ja, auch Trainer, wenn du mal schaust, ich habe heute die erste Online-Akademie gelauncht, die bringen wir gerade Unternehmen rein mit KI. Das heißt, der Lernende sieht selber, wir beide machen gleich denselben Kurs über dein Geld zum Beispiel, Carola, wir machen einen Geldkurs. Aber jetzt habe ich eine andere Vorkenntnis wie du. Jetzt brauche ich für denselben Kurs vielleicht 3,5 Stunden, wo du als erfahrene Frau, die sich mit Geld auskennt, nur 1,5 Stunden braucht. Aber wir haben zu 100% dasselbe Lernergebnis, weil die KI uns fragt, wie gut wir in den Bereichen sind. Und der Computer mir zeigt, wo ich Defizit habe. Ich kann also gezielt lernen und muss nicht die kompletten 3 Stunden als Beispiel des Videokurses gucken. Das heißt, wir haben heute intelligente Lösungen. Und mein Aufruf ist, bleib flexibel. Guck mal, ich werde dieses Jahr auch 56. Ja, und ich sage, es ist doch spannend, was da draußen in der Welt passiert. Und ich glaube, das ist der nächste Spruch, den ich meine, sehr tief auch meine. Die Unternehmen werden erfolgreich sein, die schaffen eine gute Stimmung zu kreieren. Und während der Digitalisierung und Automatisierung, ist ja nicht nur Digitalisierung, wie du richtigerweise gerade sagst, Automatisierung, die Menschen mitzunehmen. Wir hatten immer so große einschneidende Geschichte, Elektrizität, Entwicklung der Eisenbahn, das war ein Riesending. Und jetzt ist es halt eben, wir sind ja erst am Anfang der Digitalisierung. Wenn du auch nochmal schaust, das ist auch schwer, Menschen beizubringen. Das, was in den nächsten 10 Jahren entstehen wird, hat eine Entwicklungsgeschwindigkeit von 100 Jahren als Verhältnis. Da bin ich zutiefst von überzeugt und alles, was ich darüber gelesen habe und weiß. Und das spannend halt zu sehen. Und die meisten Menschen, das haben wir doch von unseren Eltern so beigebracht bekommen. Meine Eltern zum Beispiel, das kennst du auch, wenn wir dann mal in Rente gehen, wenn wir denn dann mal. Und ich glaube, wir müssen wieder die richtige Waage zwischen Arbeiten und Leben hinkriegen. Aber ich habe oft den Eindruck, wir sind mehr bei Life-Life-Balance. Warum? Ich habe ja selber einen 26-Jährigen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe da auch Fehler gemacht, nur dass wir gesprochen haben. Bin aber trotzdem happy mit dem Ergebnis, weil er eben weiß, stimmt, ne, Papa hat Leistung vorgelebt, ich muss halt was machen. Wir haben eine eigene Firma schon bei uns in der Firmengruppe, die Deutsche Verkäuferschule, wo wir ausbilden zum Verkaufsleiter. Ja, auf IHK-Basis, also gibt eine Förderung vom Staat auch dazu. Und da denke ich manchmal auch, ja, die extra Meile, den nächsten Schritt könnte er noch gehen. Ja. Und weil den Jungs und Mädels fehlt es ja an nichts. Wer heute Kinder hat in unserem Alter, weiß, Kinder, die jetzt auf die Welt kommen oder auch schon Mitte 20 sind, die haben alles. Ich klage auch ein bisschen an die Eltern, die ihren Kindern zum 18 gleich die Rolex schenken, ja, oder das Auto, ja, oder direkt das iPhone, wo alles da ist. Aber du kriegst Ärger mit deinen Kids. Also ich habe das ja auch durchexerziert. Was glaubst denn du? Also genau die gleichen Dinger. Ich habe 3 Kinder und da ist dann genauso das Thema
Du hast doch den Ort ausgesucht, an dem wir hier wohnen. Deshalb haben all unsere Freunde jetzt mit 18 Auto. Und ich habe gesagt, okay, Schatzi, egal, dass wir hier jetzt wohnen, alle deine Freunde haben Auto, du hast keins. Sieh zu, dass du Geld verdienst. Ich weiß, ich hoffe, mein Sohn hört jetzt nicht hin. Dafür hasst er mich ja auch. Aber gut, aber er hasst mich nicht, er liebt mich. Aber das sind genau die Themen, die wir... Aber das ist auch was, was wir lernen dürfen, da mal Nein zu sagen. Und das müssen wir auch als Arbeitgeber lernen, auch mal einem Mitarbeiter zu sagen, nein, bis hier noch nicht weiter. Ich habe jetzt wieder einen neuen Mitarbeiter, der hat sich bei uns beworben, nur mal als Beispiel. Wir gehen noch weiter mit dem Obstkorb. Wir haben einen eigenen Koch. Bei uns wird frisch gekocht. Wie geil ist das denn? Jeden Tag wird frisch gekocht für in der Innendienstmannschaft 15 Leute. Ich habe irgendwann gesagt, pass mal auf, ich hatte die Idee, mittags wird gemeinschaftlich gekocht. Auch da bin ich gescheitert. Da sehen wir auch wieder den Egoismus der Menschen. Irgendwann hat sich rauskristallisiert, dass mein Kameramann am besten kochen kann. Ja, also hat nur noch Stefan gekocht. So, dann habe ich irgendwann gesagt, das war nicht die Idee. Die Idee war ja der Team-Event. Die schnibbeln zusammen, die sitzen zusammen. Gutes Firmenklima. So, weil eine Stimmung in einem Unternehmen macht ja nicht der Chef. Der Chef ist ein Teil der Stimmung, aber die Stimmung kommt aus der Mannschaft selber heraus. Ja. Und ja, dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen folgenden Deal. Wir sind von Wesen nach Dienstland gegangen. Ich habe dort ein neues Gebäude gekauft. Wir haben natürlich höhenverstellbare Schreibtische. Wir haben nur Apple-Computer, die besten Headsets. Also, ne? Also denke immer so als, das ist natürlich auch eine falsche Denkfläche, aber als Arbeitgeber denke ich immer, hey, wie cool, was wir alles für die Mitarbeiter machen. So. Und dann war der Deal, pass auf, ich stelle den Koch ein, ich zahle den Koch das Gehalt und die zahlen das Essen. Ich glaube, das sind irgendwie 74 Euro brutto im Monat. Das sind 2,50 Euro für ein frisches Drei-Gänge-Menü jeden Tag. Okay? So, jetzt hatte ich einen Bewerber da, der hat bei uns zum Beispiel nicht angefangen. Es war einer, ein Kriterium, dass er sagte, ja, wissen Sie, ich esse mittags halt nichts. Ich esse abends mit meiner Freundin und dann kochen wir gemeinsam. Das ist unser Relaxing. Und wenn ich das also mitzahlen muss, dann fange ich hier nicht an. Also, naja, also ich kann nicht bei einem anfangen. Dann einer sagt, einen Monat wähle ich es ab, den anderen Monat wähle ich ab. Aber es habe ich irgendwann entschieden, entweder alle oder gar keiner. So war damals auch der Deal. Und deswegen hat er bei uns nicht angefangen, wegen 74 Euro brutto, ja, für ein Drei-Gänge-Menü mittags. Da hätten wir früher gar nicht drüber diskutiert, wenn der Job cool gewesen wäre. Was sind 74 Euro zum Thema, was ich alles bei Limbeck lernen kann in 2, 3 Jahren. So, und das sind so Dinge, die ich meine. Also diese auch Anspruchshaltung heute, erstmal nehmen, und das wird auch propagiert, ich spreche das oft mit Jochen von der Karrierebibel, so nach dem Motto, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, die können sich heute aussuchen, wo sie arbeiten und keinen Arbeitgebermarkt mehr. Und da freue ich mich ja auch für jeden, ist ja auch toll, das möchte ich auch, dass du den Job suchst, der dir Spaß macht. Aber bei den Forderungen müssen wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Gut, also und das hast du ja, die Lösungsvorschläge, die du jetzt mitbringst, die hast du natürlich hier in deinem Buch beschrieben. Genau, weil du vorhin sagst, du meckerst, ja, ich mecker erst, ich prange erst an, dann sind aber auch Lösungen drin, das wäre ja blöd. Das muss ja sein. Genau. Ja, ja, ja. Und deshalb, also, nee, deshalb sage ich ja auch, darauf wollen wir jetzt gar nicht so sehr eingehen, denn wir wollen ja, dass jetzt möglichst viele dieser Bücher verkauft werden, denn das ist ja der ganze Sinn und Zweck dieser Übung. Deshalb also nochmal der Link zu Martins Buch, der ist natürlich hier auch drunter, Martin zu Martin direkt auch. Ich habe noch so eine Frage, die mich auch beschäftigt in der letzten Zeit, weil ich mich jetzt so ein bisschen mit dem ganzen Thema Online-Marketing auch beschäftige und Online-Vertrieb. Das ist ja auch für euch Vertriebler, also du sprachst gerade auch den Außendienst an. Das muss ja in den letzten Jahren für euch auch so eine mega Umstellung gewesen sein. Und ich stelle das jetzt fest, ich habe früher mal Marketing studiert, gucke jetzt wieder in dieses ganze Online-Marketing rein und stelle fest, wow, da ist eine ganz neue Welt entstanden. Ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Man dachte immer noch, Pamela Reif, Influencer auf Instagram, die macht ein paar Fotos. Dabei sind das ja Businesses, Mega-Businesses, neue Medienkonzerne, die entstanden sind. Also was würdest du sagen von diesem Vertriebsaspekt? Können wir das alle noch lernen, dieses ganze Online-Vertrieb, oder ist das einfach so eine neue Welt, dass du wirklich den Leuten in unserem Alter sagen musst, such dir lieber was anderes, irgendwo in Dodoland, eine ruhige Stelle? Also meine Mama und mein Papa sind beide 87, also mit einem halben Jahr auseinander. Beide sind bei Instagram und beide sind bei Facebook reingegangen, wie Facebook rauskam. Also mal ein Beispiel zu nehmen, haben heute iPhones, machen E-Mails nach wie vor, Online-Banking. Also ich nehme immer gerne, mein Lieblingsbeispiel ist Christian Streich. Ich liebe Christian Streich, warum? Weil es auch so ein Bodenständiger ist, fährt mit dem Fahrrad zum Stadion. Wer ihn nicht kennt, ist der amtierende Trainer von Freiburg. Ja, gerade Tabellenplatz 6 mit Freiburg und wird entweder Euroleague oder vielleicht noch Champions League spielen. Ist noch ein Spiel offen, er hat noch eine Chance drauf. Und einfach ein ganz cooler Typ. Und Christian Streich ist in einem schönen Interview bei Sky und da ging es um das Thema Talent. Was ist denn Talent? Und lohnt sich zu schauen. Und dann sagt er, Talent ist ja auch mein Thema, langfristig beholt er fleißig immer. Das Talent ist ein Satz von mir. Sagt er, ich habe Leute gesehen, die waren super talentiert, die spielen heute in der 5. Liga. Ich habe aber andere gesehen, ja, die waren nicht so talentiert, die haben aber mehr trainiert, die spielen heute Bundesliga. Was ich damit sagen will, ich glaube, dass alles trainierbar ist bis zu einem gewissen Grade. Du wirst vielleicht nicht Cristiano Ronaldo werden noch im Online-Marketing. Ja, aber du hast auf jeden Fall die Chance, ja, ein Kevin Trapp zu werden.
der besten Torhüter von Eintracht Frankfurt. Wer mich kennt, weiß, ich bin Frankfurt-Fan und habe schon Flüge fürs Finale nach Sevilla, nur noch keine Tickets, ich arbeite dran. Und von daher, ich glaube, es alles lernbar ist zu einem gewissen Grad, da bin ich total bei dir und auch, wie dein Engagement dazu ist. Und das ist auch nochmal mein Aufruf, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich möchte auch, dass vielleicht der eine oder andere, bleibt mal bei diesen Menschen, der 25 Jahre in einer Firma ist, ob jetzt im Innen-, im Außendienst oder generell arbeitet, der liest das Buch und sich einfach ertappt fühlt und sagt, Mensch, da spricht der Limbeck gerade von mir. Dass der einfach so da sitzt und sagt, boah, stimmt, so ein Dodo-Verhalten hatte ich auch schon mal an den Tag gelegt. Jetzt ist doch nur die Frage, was mache ich damit? Ich will nochmal ein schönes, praktisches Beispiel geben. Ich bin eben nach London geflogen von Düsseldorf, wie wir gegen West Ham gespielt haben. Das passte vom Kalender irgendwie. Andrea hatte mir zwei Hotelzimmer gebucht, also zwei Nächte gebucht, obwohl ich morgens erst angereist bin, weil ich dann Online-Training mit Indern gemacht habe, was früher auch nicht vorstellbar war, hier remote. Du, pass auf, ich stecke in einem Hotel am Flughafen ein, im Lindner. So, und dann der Herr hinter der Rezeption, mega. Ich frage den, wie komme ich am schnellsten morgen zum Flughafen? Holt er denn den Bus raus? Sagt er, oh, das schaffen wir von der Zeit her nicht. Wann fliegen Sie denn? Dann gab ich ihm meine Karte, weil die Adresse für die Rechnung nicht hinterlegt war, so eine Visitenkarte. Das war für ihn einfacher, wie dass er das abschreiben musste, also diktieren musste oder ich schreibe. Du, und das hat Spaß gemacht. Wir haben uns nett unterhalten. Dann sagte der zum Abschied, wir haben ja meine Hotelzimmerkarte gehabt. Es war laut in dem Hotel, es war voll, weil es eben ein Airport-Hotel war, ja, und relativ günstig. Dann sagte der, vielen Dank, Herr Limbeck, Sie waren heute mein Lieblings-Check-in. Da gehst du doch so mit so einem Grinsen aufs Hotelzimmer und hältst dich doch für den Größten. Also nur als Beispiel, das ist so eine Extrameile, von der ich spreche. Die tut nicht weh, die kostet nichts extra, aber der Gast ist total happy. Und wenn der es heute 100-mal gesagt hätte, völlig wurscht. Aber ich habe mich in dem Moment so gefühlt, als er hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass es für ihn so ist. Und das möchte ich auch wieder in dem Buch machen. Du musst nicht direkt deine Familie verlassen, deinen Job kündigen. Du musst vielleicht nur mal eine andere Einstellung an den Tag legen oder wieder mehr gucken, wie du wieder mehr Spaß in dem bekommst, was du tust. Weil das hast du eben richtigerweise gesagt, Carola, es wird so sein. Die meisten Menschen schauen immer noch in den Rückspiegel, träumen von der guten alten Zeit, statt in die Frontscheibe zu schauen, die ist größer. Es wird nichts mehr so bleiben, wie es einmal war. Natürlich werden ein paar Sachen bleiben, aber es wird sich viel verändern und es ist doch völlig wurscht, egal wie alt du bist. Ja, freu dich auf die Veränderung und guck, dass du das Beste machst. Und so müssten wir beide auch, ich habe das ja auch lernen dürfen, mit Online-Marketing-Funnel bauen, wie das heute so schön heißt. Ist so. Ja, und ihr macht das ja sehr erfolgreich. Und deshalb, Martin, ich würde mich freuen, wenn du öfter zu uns kommst. Und ich würde euch, liebe Zuschauer, mal bitten, auch in die Kommentare zu schreiben, ob ihr mehr zu diesem Thema auch Persönlichkeitsentwicklung und Businessaufbau wissen wollt. Denn ich finde es wahnsinnig spannend. Ich möchte das hier auf dem Kanal mehr machen. Für heute, Martin, danke ich dir. Kein Wunder, dass du so viel beschäftigt bist, wenn du auch so lange Zeit hast für so ein Interview. Ich freue mich extrem, dass wir so lange quatschen konnten. Dein Buch wird verlinkt. Den Dodo nehme ich mit. Den Gin trinke ich heute Abend. Also kurz nochmal hier. Martin Limbeck, warte mal, den halte ich nochmal richtig in die Kamera. Wie heißt der? Der heißt Proud, Strong and Noble. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag und dir natürlich noch eine schöne Zeit in Amerika. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald dann in Deutschland und machen vielleicht auch mal ein Live-Interview zusammen. Erstmal danke für heute. Ich danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder. Bis dann.